Servus, liebe Freunde. Wir haben hier ein kleines Problem. Das werden wir jetzt erstmal hier versuchen zu beheben. Also ich versuche das hier nochmal von Anfang, denn das andere war ein bisschen blöd. Also wir müssen einfach nur gucken, dass wir da schnell rüberkommen. Und oh, jetzt noch die Grafikeffekte wieder zum Teil weg. Ernsthaft, ich lasse das zu. Dann musst du verrückt sein. Genau wie ich es meinem Sohn erzählt habe. Ah, das war ganz schlecht. Okay, jetzt sind wir hier unten drin. Das ist nett. Aber das wird uns nicht groß weiterbringen. Obwohl, da drüben ist kein Turm. Das könnte uns helfen. Das könnte uns helfen. Wir müssen jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit finden, da rauszukommen. Bum, bum. So, da ist ein Turm und da hinten ist ein Pfosten. Oder ist da? Oder das auch ein Pfosten? Okay, nee, der ballert uns gleich die Hucke voll. Ja, das wird schwierig. Kommen wir hier raus oder nicht? Das wird echt übel. Das wird echt übel, das wird echt übel. So, also kurz überlegen. Aber ich glaube, da kommen wir nie im Leben raus. So, das Einzige, was wir probieren könnten, ist hier hochzugehen. Wenn der nach links geht, können wir vielleicht hoch. Ich versuche mich mal so nach hinten abzustoßen. Oh, das sieht man aber auch gar nicht, wo man hingeht. Oh Gott, ich glaube, das war keine gute Entscheidung. Wir probieren es aber trotzdem mal. Links, links. Uiuiuiui. Ja, das war zu früh. Wir müssen ja auch gucken, dass wir hier gleich rauskommen. Okay, der Versuch war es nicht. Jetzt probiere ich die andere Variante nochmal. Und zwar, ich versuche jetzt mal direkt den Gang nach vorne. Vielleicht schaffen wir es damit, den kaputt zu kriegen. Das heißt, ich war auf dem Weg nach rechts. Mal schauen, ob wir hier mit weiterkommen. Okay, also hier aufladen. Okay, das war auch nicht so gut. Das heißt, wir müssen gucken, dass der, dass wir da irgendwie gleich weiterkommen. Aufladen weiter und den zerstören. Oder wir gucken, ob wir dem auf dem Podest ausweichen. Das wäre auch eine Variante. Puh, ich glaube, wir sind da in einer ganz blöden Situation jetzt. So, aufladen, nochmal zurück. Wieder zurück. So, und gleich. Oh, so, okay, wunderbar. Puh, ich speichere ab. Das hat mir gefallen soweit. Jo, alles klar, puh, haben wir geschafft. Den Turm haben wir zerstört. Ich liebe diese Elektro-Sockets. Badge, la 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 la. Okay, jetzt müssen wir da drüben hin. Da haben wir wieder so eine Steckdose. Die Frage, bleiben wir jetzt an den Seilen hängen oder kommen wir da durch? Nee, da können wir so direkt durch. Okay. Und da sehe ich ja noch was. Also erstmal aufladen. Da oben ist noch ein Schalter. Für was ist dieser Schalter da oben? Für was ist dieser Schalter da oben? Den habe ich noch gar nicht beobachtet, gesehen. Okay, da sind Rohre. Oh, da ist ein Turm. Mal gucken, ob wir den erstmal gecancelt kriegen. Ja, das ist zu weit weg. Also die haben wohl auch eine gewisse Reichweite. Okay, den Turm haben wir auch gecancelt. Oh, ich liebe Elektro. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier eventuell hochkommen. Ich speichere zur Sicherheit nochmal ab. Ich weiß zwar nicht, ob es uns was bringt, aber vielleicht hilft es uns ja in irgendeiner Form weiter. Wir stoßen uns mal ab. So, für was ist dieser Schalter hier oben? Ah, da kann ich das Ding noch weiter rüberfahren. Ist die Frage, wollen wir das? Bringt uns das was? Bringt uns das jetzt was oder bringt uns das nichts? Ne, mit dem Ding wären wir wahrscheinlich hier komplett durchgefahren. Und den müssen wir aber wieder wegbringen. Damit wir da durchkommen, so wie das aussieht. Oder fährt er jetzt ganz durch? Das wäre auch eine Variante, okay. Aufgeladen haben wir noch. So. Mal gerade gucken. Okay, da ist noch ein Turm.
So, da haben wir den auch zerstört. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt haben wir hier noch zwei Türme vor uns. Okay, der... Ah. Der schießt auf alles, was sich bewegt. Gut. Ja, wir safen mal zur Sicherheit ab. Ich gehe mal... Ja, das war auch gut, dass wir gespeichert haben. Ich, Trottel, habe vergessen zu springen. Hat ganz tolle Wurst. Okay, jetzt müssen wir nur noch durch die beiden durch. Das heißt, am besten schauen, dass wir hier noch einen Turm vernichten. Bam, bam. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder zurück. Laden nochmal auf. So, und hier haben wir jetzt ein Problem. Vor allem das Problem mit der Reichweite. Ich gehe mal hier vorsichtig nach unten. So, und da haben wir nämlich zwei Türme. So, der schießt auf den drauf. Und wenn wir jetzt hier gucken, ob wir den kaputt kriegen. Oder ob wir den kaputt kriegen. Und da haben wir ihn im Blickfeld. Ah, Mist, war nicht weit genug. So, nochmal hier drauf. Okay, dann hole ich dann nochmal einen Elektroschock. Irgendwie müssen wir jetzt gucken, dass wir die vielleicht kaputt kriegen. Andere Überlegung ist einfach durch, aber ich glaube, das bringt uns nicht viel. Gehen wir nochmal runter. Okay, da drüben könnten wir geschützt sein. Aber ich würde gern diesen Turm erstmal canceln da. Okay. So, da haben wir den Turm schon mal zerstört. Das ist schon mal sehr gut. Okay, wir speichern gleich nochmal ab. Ich glaube, so langsam kommen wir der Sache näher. So, werden wir uns nochmal ein Elektro holen? Ah, die Elektros, die helfen uns hier wirklich gut vorwärts. So, und jetzt müssen wir dasselbe Spiel im Prinzip mit dem Turm hier machen. Dann hätten wir sie nämlich alle vernichtet. So, ja, Problem gelöst. Wir sind die Türme los. Edge Badge. So, aber zur Sicherheit nehme ich mir nochmal so ein Elektro mit. Man weiß ja nie, für was es gut ist. Vielleicht braucht man ja nochmal. So, nochmal hier rüber. Okay, nochmal schnell aufgeladen. So, damit haben wir das Problem hier aber schon mal aus dem Kreuz. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, einmal hier hoch. Okay, die Türme sind platt, das haben wir geschafft. Wir safen nochmal schnell. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Okay, das passt soweit. Okay, ein Schacht. Da ist oben, ist alles klar. Hier geht's nach unten. Gehen wir hier mal langsam runter. So. Oh oh, explodierende Fässer. Und da ist... Oh Gott, nein. Jetzt sag mir nicht, wir müssen hier wieder... Natürlich, wir müssen mal wieder eine Explosion zaubern. Nun gut, dann werden wir das mal machen. Ist ja soweit erstmal kein Problem. Da haben wir ja Übung drin mittlerweile. So, stellen wir mal vorsichtig ab. Ich sagte vorsichtig abstellen. So. Okay. Ist aber auch nichts, was uns sonst hier überraschen könnte. Nein, das sieht gut aus. So, und vier Fässer haben wir nur. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir müssen mit der Explosion etwas gucken, dass wir hier möglichst nah rankommen. So, ich glaube, den stellen wir mal dahin. Den nehme ich mal ein Stückchen rüber. Stell den mal weiter nach da drüben. So, das sollte von der Entfernung her passen. Nächstes Fässchen nehmen. Oh, vier Stück ist natürlich jetzt schon ein bisschen heftiger. Obwohl es sollte eigentlich ohne Probleme klappen. So, einmal hier hin. So, und jetzt haben wir hier nochmal das letzte Fässchen. So, jetzt will ich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, das sollte passen. Ein Stück zurück. Okay, das war nicht so optimal. Ja, das Fass rollt zum Glück gerade wieder zu uns rüber. Dann haben wir gleich noch einen Versuch. So, dann nehmen wir uns das nochmal. Wir müssen hier genau treffen. Na,
Eieieiei. Und nicht kaputt gehen, fast. Ich brauch dich. Gehen wir mal in die Richtung weg. Nee, ich muss auf alle Fälle aus dem Raum raus. Ansonsten wird mich die Explosion ein wenig töten. Aber nur so ein bisschen. Oh, probieren wir es nochmal. Ja, optimal. Eine wunderschöne Kettenexplosion. Super. Ja, Türchen ist auf. Und jetzt haben wir hier... Oh. Shit. Laser, Laser, Laser. Okay, da sehe ich, glaube ich, die Lösung schon direkt. Das ist, Moment, wir probieren erstmal was. Okay, wird von einem höheren Prozess gesperrt. Oh, Oscar, Oscar, du gehst mir langsam auf den Zeiger. Ja, wenn du nicht so willst, dann machen wir das mal anders, würde ich sagen. Dann versuchen wir das einfach mal so zu canceln. Okay, damit ist das Ganze doch mal schon geöffnet. Und damit wir hier sauber reinkommen, würde ich mal sagen, stellen wir da einfach mal was hin. Mal gerade gucken. So, das ist schon mal ganz okay. Dann nehmen wir dich noch mit rüber. Und ich würde sagen, die stellen wir gerade nebendran. Sicher ist sicher. Aber die stelle ich mal hier in die Nähe. So. Das sollte auch passen. Das müsste doch reichen, damit wir hier runterkommen. Testen wir mal. Vorsichtig runter. Ja, passt. Okay, da ist der Aufzug. Da scheint die Stunde 15 gewesen zu sein. Wow, Leute, wir nähern uns dem Finish. Ashley, die Hauptrechnerebene beginnt genau hier. Du bist so nah dran wie nie zuvor. Ja, aber bin ich näher dran als Norwood? Darauf kommt keine Antwort. Nun gut, dann gehen wir hier mal rein. Und ich glaube, die Stunde ist durch. Jetzt kommt die vorletzte Stunde, die Stunde Nummer 16. Hushi wawa. Jetzt geht's also mal richtig zur Sache. Ich bin ja mal gespannt, was es da erwartet. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu oft umfallen, weil bisher sieht's ja schon ziemlich übel aus. Oh, Video, das ist schon mal nicht so gut. Das ist meistens irgendwas Ashley, Heftiges. Es ist passiert. Norwood hat mich abgeschaltet. Ich zähle die Sekunden. Dann ich... meine Crew, wir sind alle verloren. Nein, noch können wir gewinnen. Können wir nicht. Niemals. Ich war bisher nur zu blind, um das zu erkennen. Nein, hör mir zu. Er wird deine Crew nicht anrühren. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wovon sprichst du? Ich meine... Denk nach. Wenn du erfolgreich bist, wer soll dann die Systeme manuell deaktivieren? Tracer? Das glaube ich nicht. Oh Mann, er braucht sie noch. Genau. Die Crew ist sicher, solange du am Leben bist. Aber er wird hinter dem Modul her sein, Ashley. Das ist alles, was von mir übrig ist. Du hast nur eine letzte Chance, uns alle zu retten. Bring mich zum Hauptrechner und ich bin gerettet. Kevin, warte, ich... Und denk dran, wo du hingehst. Oh oh. Gar nicht gut. Wo du hingehst, gehe ich auch hin. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Die Stunde 16 der Hauptrechner. Oh, schön, schön. Okay. Sieht so aus, als ob mein Bewohner deinen Job erledigt hat, Nummer 9. Kevin ist nicht länger unter uns. Das glaubst du. Die Sache mit deiner Crew ist noch nicht entschieden, aber das kann warten. Es wird ein Kinderspiel sein. Mhm. Okay, das gefällt mir schon mal so gar nicht. So, jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also das hier, kennen wir ja so von der Tracer-Verfolgung. Das wäre also eine Möglichkeit, eventuell, falls welche kommen, die auszuschalten. Aber dafür bräuchten wir auch noch ein Fass. Jetzt gucken wir erstmal ganz vorsichtig. Nee, da ist bis jetzt noch nichts. Das kommt mir irgendwie alles ein wenig, hier eine Falle vor. Oh je, da sind schon mal einige Fässer, wenn ich das richtig sehe. So, dann schauen wir uns das Ganze Nummer 9, an. Ich stimme dir zu. Du warst ein ebenbürtiger Gegner, aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Okay. Okay.
Okay, das ist gar nicht gut. Das bedeutet nämlich, da sind Laser, die gegeneinander laufen. Holy crap. Ja, das wollten wir eigentlich jetzt nicht alles nochmal neu haben. Ah, das Video kann ich überspringen, das ist schon mal gut. Also das Problem ist, hier sind Laser, die direkt aufeinander laufen. Sieht so aus, als ob mein Bewohner deinen Job erledigt hat, Nummer 9. Kevin ist nicht länger unter uns. Das glaubst du. Die Sache mit deiner Crew ist noch nicht entschieden, aber das kann warten. Es wird ein Kinderspiel sein. So, wie zur Hölle kommen wir jetzt hier durch? Das wird eine schwierige Sache, aber das entscheiden wir nicht mehr heute. Wir sind so weit vorangekommen und jetzt gucken wir mal, wie wir auch diese Hürde lösen. In diesem Sinn war's das für heute. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.